Vorsicht, Dämonen! Scareclaw und Ninja! Ja, hallo, meine Fotzi-Bärchens und... Peace and Justice gedacht. Und Köln auch auf jeden Fall. Und Tiralala und so. Tiralala. Eieiei. Dann mal ran damit. Prostata, Tiralala. Ja, es ist ja so warm, ne? Die mächtigsten Comics. Und der Sommer ist ja auch mal irgendwie scheinbar in Deutschland angekommen. Und uns ist auch richtig heiß da in der Hütte. Deswegen habe ich mich jetzt auf die Veranda in meiner Hacienda. Ja, das ist ja halt nur diese Vorterrasse halt, ne? Ja, das geht ja da so hinten dann rum Element. Und dann wird's ja, muss in einen Flügel geht da halt. Ja, so. Ja, so, da wird das so sein. Nee, wir haben das extra mal ein bisschen hier schön auch dekoriert für euch und wir packen heute ein Püppchen aus. Natürlich geht es um Masters of the Universe, gespendet vom Henning, ne? Ja. Hatten wir hier. Fand ich da schön, ne? Weil ich den doppelt habe. Geil. Kann ich den jetzt auspacken? Guck mal hier, wie schön er sich hier dreht. Auf dem Drehgerät, was uns der Mario von Kennt ihr noch zur Verfügung gestellt hat. Ja, kenne ich auch noch. Habe ich zwar schon länger nicht mehr gesehen, also persönlich, aber ja. Beste Grüße. Lieben Dank auch nochmal daraus an den und Mando. Auch hier Kanal abonnieren von denen, ganz wichtig. Sollte man mal tun. Ja, und jetzt packen wir heute einen Scareglow aus, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil es ist ja auch strahlender Sonnenschein. Deswegen werden die Lichtverhältnisse ganz auch ganz schnell anders. Dunkel werden. So. Ja. Setz jetzt mal den Hut ab, ey. Das ist voll albern. Findest du den Hut albern? Ja, obwohl, ja, ich habe Haare nicht geschnitten. Mhm. Prostata. Hätte ich das gewusst, was auf mich zukommt, dann hätte ich ja auch nochmal ordentlich die Rübe poliert, halt so, dass ich auch geleuchtet hätte. Weißt du? Richtig, ne? Im Hellen aber sogar. Hätten wir ein bisschen hier Olivenöl drauf gemacht. Ja, schön schmieren. Ja, so sah ich den ganzen Tag schon aus, weil ich so am Suppen war. Weil es ja echt wärmer war halt. Als hätten zwei Sonnen geschienen. Ja, wie gesagt, der liebe Henny hat uns diese Figur zur Verfügung gestellt. Oder mir zur Verfügung, wie auch immer. Wir vergleichen die natürlich einmal mit der Vintage-Variante und mit der Origins-Variante. Die Vintage-Variante, es tut mir sehr leid. Hat kein Cape da. Ich habe keinen Cape kein dafür. Umhang. Nein, ich habe nur eine, ich glaube, die Waffe, die ist auch Repro. Die ist auch sehr verbogen, ne? Ja, aber egal. Ich wollte mal einen Scarecrow haben. Ich kann mich so ärgern, ne? Ich weiß noch, wie heute... wieder ordentlich. Gesundheit, also. Die großartigsten Ausflüge meiner Kindheit waren tatsächlich... Siehste? Na, ich doch Gesundheit. Wenn meine Eltern gesagt haben, komm, wir fahren zu Toys R Us nach Carmen. Weil da gab es das überhaupt noch nicht. Ja. Und dann sind wir da hingefahren, ja, und die haben gesagt, ihr habt da irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Mark irgendwas. Geil. Und dann hingen die da rum für 9,95 Mark. Boah. Hast du dir zwei gekauft direkt? Nein, ich habe mir irgendeinen anderen Scheißdreck gekauft. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich den für 9,95 Euro bei Toys R Us irgendwann... war so ein Wühltisch 95. Weiß ich nicht, warum ich den nicht mitgenommen habe. Ja, weil das ist ja oft so, ne? Da bist du ja, glaube ich, auch nicht alleine. Also, das ist, glaube ich, vielen passiert als Kind. Nee, weil ich fand den ja auch geil. Das war ja nicht so, dass ich mir dann, da muss ja irgendwas gewesen sein, was sich dann herbe getriggert hat. Vielleicht irgendwas? Eine Barbie oder so. Du hast ihn vertan. Das ist ja auch noch was. Hätte sein können, ne? Vielleicht war der Puppengeist auch da. So ging es mir immer. Ich dachte immer, das wären alles Barbies. Habe ich ja schon mal erzählt. Ja, aber heute haben wir ja keine Barbie, heute haben wir eine... Nein, die sehen ja aus wie Krieg der Sterne-Figuren, das ist das Schöne. Na ja. Die sehen ja aus, als wären die vom Kenner. Spielzeug für Männer. Eine Reaction-Figur aus dem Hause Super 7. Und wir versuchen das jetzt mal hier... Stimmt, du hast nämlich... Ich würde es mit dem Feuerzeug vielleicht machen, so abschmelzen. Ja, durch abschmelzen machst du hier. Boah, den jetzt zerstörst du die ja richtig, ja? Ja, was heißt... Ja, der Boom-Move kommt doch hier von oben. Ja, aber die haben kein Loch. Ja, aber geil, dann kommt da gar keine Luft dran an die Figur, wa? Nee. Aber du hast ja nur eine eingepackte, ne? Ich habe nur eine eingepackte. Ja, das ist ja gut. Die habe ich mir tatsächlich mal gekauft für, ich glaube, 20 Euro oder so. Okay. Weil, ja, komm, Scareglows. Wie du immer so schon sagst, von Scareglows kann man nie genug haben, ne? Ja. Wie bei deinen Vaders. Da gibt es aber nicht so viele Variationen. Nee, da gibt es jetzt... Drei. Nee. Ach nein, es gibt diese Dingsbumsverse oder was gibt's da? Ja, so? Masterverse oder gibt's neue noch. Oder eine aktuellere Serien halt. Na, und so dann.
Das kann man jetzt nicht so. Was hast du eigentlich damals gedacht, als du das erste Mal hier diese Super 7 im Kenner-Look Masters-Figuren gesehen hast? Also, fandst du das gut, oder? Ja, fand ich witzig. Also, Felszeitung. Nee, fand ich witzig. Fand ich cool, weil ich so simpel Star Wars-mäßig. Also ja, weil ich mag ja auch Star Wars. Ist ja kein Geheimnis. Ja, ja, deswegen frage ich halt so, ne? So, und dann dachte ich mir, guck mal, auch jetzt mal, ja? Aber da gibt es ja auch alles von halt, ne? Irgendwie, also ey, da gibt's viele so, Filme, Serien und so, ne? Finde ich super. Und dann hier, ja, Super 7, mehr als 7. Alleine, wenn wir uns die Abenteuer der Rückseite mal angucken, guck mal, jetzt können wir es heute mal so reinhalten. Das kommt geil, ja. Ja, ne? Das eigentlich erkennt ganz man witzig. Super. Ja, das erkennt man doch super. Weißt du, was auch geil ist? Man erkennt fast die Wand hier nicht. Also ich sehe das gerade mit meinen kaputten Augen. Ja, weil das Licht so hell ist. Das sieht aus, als wäre das eine Fläche. Als wäre es eine Fläche. Naja, vielleicht ist das Bild heute komischer als sonst, aber ist ja auch... Bei mir ist noch gar nicht so zu lachen zumute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück in einer Wave. Geil. Gab es da mehrere noch von? Ja. Ja? Also ich würde sagen, also wenn ich jetzt schätzen müsste... Das würde ich fast anfangen zu sammeln noch. Aber wenn ich jetzt schätzen müsste... Bestimmt auch schon so an die 120, 130 Stück. Figuren, nicht Waves. Ja, Figuren. Oh, da ist gerade ein Vogel abgestürzt oder so. Was war das denn? Alter, hast du gehört? Ich habe nur was im Augenblick. Oder vielleicht war es ein Mini-UFO. Nee, manchmal hört man das hier so. Da hinten ist nämlich so ein Mangrovenwald. Ich wollte gerade sagen, der komische Wald mit dem Wasser, mit den Alligatoren, ne? Hat er damals im Kanal, also im unterirdischen Kanal gefunden. Ja, weil das, Kanalisation. Das war unterm U. Da waren ja die Luftschutzbunker, ja, ne, wo man reinkommt. Und, und da haben die sich aber eingenistet. Ja, ja. Das sind Alligatoren. Die konnten auch fliegen, weil da gab es ja auch große Hallen halt darunter. Also richtig. Im Durchgang. Aber das war da gibt es so ein geiles YouTube-Ding auch von, ne? Habe ich irgendwie dieses Jahr noch letzte. Da, dreiviertel Stunde geht das. Oder? Richtig geil da durch die Dinger. Da siehst du alte Texte halt auch und so. Von so alten Dortmunder Malern halt und so. Total geil. Ich weiß nicht, wieder vom Thema. Ne? Ja, das macht ja nichts. Wir haben schon ein bisschen hier was getrunken. Deswegen ist es, ja, ist es vielleicht, schon, ist es vielleicht schon ein Drunk Review? Na, wir sollten uns Mühe geben, weil es ist ja noch warm. Nee, wie viel Grad haben wir jetzt noch? Oh, bestimmt 25, würde ich jetzt sagen. Aber wir müssen uns auch beeilen, weil die Sonne wartet auch leider nicht auf uns. Die ist dann irgendwann weg und dann ist hier dunkel, obwohl es dann fängt an zu leuchten. Mhm. Weil wir laden das ja jetzt eben mit echtem Sonnenlicht mit auf. Mit der Kraft der Sonne, ne? Mit der Kraft der Sonne. Ja, bei der Macht der Sonne. Bei der Macht der Sonne. So, und die laden sich ja dann hoffentlich auch. Nicht, dass da gleich so Sunman hier um die Ecke kommen und hier anklopfen, Alter. Also, ach, so scheiße. Ja, ach ja, das scheiße. Und die sind ja nicht gut Kirschen essen, ne? Weil ja, das sind ja hier die hauen die nicht raus, halt. So, wir machen einfach mal. Werden eigentlich noch welche hergestellt von diesen Reaction-Dingern? Von Super 7? Nee, die haben die Lizenz ja nicht mehr. Nee, ich meine im Allgemeinen. Für irgendwelche Franchises halt oder so. Nee. Also Super 7 hat die Masters-Lizenz ja nicht mehr. Ja. Deswegen macht Mattel jetzt die Origins. Okay. Und ja, gibt's ja. Ja, aber andere Sachen jetzt zu irgendwas anderen, sagen wir mal Terminator oder jetzt als Beispiel. Ach so, ja, ob drei, die überhaupt noch, drei die Milliarden immer Sachen. Noch. Okay. Die machen ja auch diese geilen Godzilla-Figuren zum Beispiel. Ach. Diese haben wir doch aber nicht in dem Style, nicht so, doch, wie klar, so auf Karte. Ja, und dann ja so auf Karte, so kleini. Und dann sehen die aus wie so eine Krieg der Sterne-Figur oder was? Ja, ein bisschen bulliger schon. Kann aber, ich ganz sagen, der ja, ne? Krass. So, ja, komm, machen wir hier Vergleich. Also, ja, die Größe ist natürlich, ne? Der ist ganz schön klein geraten, Alter. Der ist eher so eine Mini-Mi-Version. Aber, ich sag mal, wie gesagt, der Style halt angelehnt an die klassischen, oder soll das nochmal an noch was Früheres angelehnt sein? Nein, das ist an die klassische Master-Sache. Durch die Karte halt, auch wegen dem Logo halt mit dem Reaction halt und so, das ist halt die Kennerschrift oder Muppet-Show-Schrift, glaube ich sogar. Mich würde das aber mal interessieren, ob die Leute, die hier von Super 7, die das gemacht haben, genauso drauf sind wie er, die sagen, ja, Masters an sich geil, wäre aber cooler als Star Wars gewesen. Aber Super 7 hat ja auch Masters andere Figuren, Serien rausgebracht. Ne? Stimmt. Gab's doch. Ja, also doch, von daher hatten die eh ja, schon auf ja, Masters. Ja, ja. Halt, ne, aber vielleicht hat ja jemand im Team gesagt, irgendwie so, boah, Masters fand ich damals auch geil, aber ich fand das hier, Barbies für Jungs, ich hätte das lieber in so einem Star Wars Look gehabt. Das Ding wäre, wann haben die damit angefangen? Und was waren die ersten Figuren, die in dem Style waren? Das wäre nämlich mal interessant. Gute Frage. Weißt du, also, 10 Jahre ich weiß ja, von was das ist halt. 2018 ist das. Das ist ja noch nicht so lange. Ja, gut, aber und dieses Produkt ist kein Spielzeug, sondern ein Sammlerartikel und nicht für Kinder geeignet. Ja, klar. Da kannst du auch ein Kind mitspielen lassen. Ja, aber wegen scharfkantiger Dinger steht da drauf. Aber was sind da scharfkantig dran? Das müssen die halt machen. Ja, aber das musst du halt reinschreiben. Ey, wenn du jetzt mal ohne Scheiß... Wenn du die anknabberst, oder wie ich früher mit so einer Zange und so. Ich hätte mir halt hier in dem Axtblatt halt, hätte ich mir schon so Zacken reingemacht.
damit das viel brutaler ist. Habe ich mit Playmobil gemacht, mit den Silberschwertern halt so, von der Ritter, die großen, da habe ich halt mit der Zange immer und dann waren da so Zacken drin, wie so ein Haifischmaul halt so. Da können sogar drei Figuren draufstehen, Alter, nichts fällt um. Können Sie sich hier mal schön drehen. Ja, das ist ja auch eine super Nahaufnahme jetzt von. Ja, aber die laden sich ja noch auf von der Magie der Sonne. Ach stimmt, die laden sich ja alle auf. Ich war wieder nur bei der Mini, bei der Kleinen. Aber ich finde die geil. Alleine mit dem Cape, das ist halt super klar. Da bei dem Original, der hatte das auch ein Stoffcape. Ja, ja, der hat ein Stoffcape. Und der hatte auch ein altes halt, also ein Stoffcape. Nee, der hat ein Plastikcape, der hat ein Plastikcape und der Originale, der hat ein Stoffcape gehabt. Aber auch in diesem Video. Aber warum hat er denn jetzt ein Stoffcape dann drum? Das ist doch so Plastik. Das ist Plastik? Ja, klar. Alter, wie geil meine Augen kaputt sind. Ich denke die ganze Zeit, das wäre so ein das ist die Origins-Version. Halt, so das ist ja geil. Die mittlerweile ja auch schon teuer geworden ist, ne? Weil, liebe Mattel-Leute, haben die in dem Markt da nicht genug beliefert. Also nicht so, dass der so im Laden hängt wie ein Himmel. Nö, ich sag mal, weil nicht so ein Überproduktion. So 40 oder 50 bezahlt. Und das ist ja keine Toyline, die irgendwie 20 Jahre alt ist. Die ist ja gerade mal, weiß ich nicht, 2-3 Jahre alt. Heftig. Was ich jetzt aber nochmal sehe im Vergleich zu dem alten halt, ne? Der Mund ist halt anders. Der Origins hat ja jetzt hier, als wäre der zugenäht halt, so, das sieht komisch aus. Das hat der super. Stimmt, das hat der neue nämlich auch, der neue, also der Reaction also halt. Ja. Jetzt will ich mal eben gucken, ob er auch diese Narbe, diese Harry Potter-Dings da auf dem Kopf hat. Ist das eigentlich von Harry Potter, das Ding? Keine Ahnung. Aber wenn, dann wäre Harry Potter danach gewesen, ne? Die geht aber weiter. Drauf. Die geht so wie bei Darth, bei Anakin Skywalker, aber Vader. Ja, aber halt, er hat den Zacken da. Der hat bestimmt auch Obi-Wan getroffen. Deswegen hat er nämlich diesen Sprung hier. Ach so, hat er. Obi-Wan mit seinem Lichtschwert, als Scarecrow natürlich so aussah in der Proportion halt wie die Reaction-Figur halt. Ja, und dann kam der an und meinte so, ey, Obi-Wan, geht gar nicht klar, ich hau dir jetzt aufs Maul und dann er so... Vielleicht hat Obi-Wan ihn einfach im Dunkeln nicht gesehen, trotz Lichtschwert und Erleuchtung. Erleuchtet doch, Mann. Ja. Obwohl, das kann er leuchtet. Das kann er bestimmt doch ein- und ausschalten, so dieses... Das glaube ich nicht, oder? Meinst du? Oh. Ja, das ist eine Erbse runtergefallen, das war keine Erbse. Ich züchte hier, Moment, das muss ich eben klarstellen, ne? Ich züchte hier Bohnen, Mini-Gurken, Erbsen... Minze und so. Nicht, dass ihr denkt, hier wird irgendwie was Illegales gemacht. Hey, ne? Es gibt nämlich ein Video bei mir. DSD gießt des Gorministers Pflanzen. Ja, wenn ich im Urlaub bin, dann bekommt er den Schlüssel, weil, damit er mal WLAN den hat. Wald, hier, den Wald, die Mangroven und so, die muss ich natürlich nicht gießen. Die sind genug befeuchtet und so. Nee, da hast du auch kein Hoverboard oder so mit. Also ja, habe ich zweimal probiert, direkt ins Wasser geklatscht halt so, und dann kam hier wieder. Wie kommst du denn dann überhaupt hier hin? Zauberei. Ach, schwarze Loch. It's a kind of magic. Natürlich mit dem schwarzen Loch natürlich. Also wir kommen hier, bevor ihr alles trinkt. Alles vernetzt, meine Güte. Ja. Mann. Prostata. Ja, aber, also ich finde alle drei super. Ich finde natürlich auch alle drei super, weil ich aber auch so ein Scareglow-Fan bin einfach. Nein, der ist auch cool, der macht auch was her halt. So. Er ist irgendwie so, die anderen sind so gelblich leuchtend. Ja, das ist halt wie diese alten Phosphor-Dinger, die es dann immer bei Figuren gab. Ich meine, klar, ja, obwohl der ist ja neu. Ich wollte gerade sagen, der ist ja nicht vergilbt halt. Der sieht ja ähnlich aus. Aber das ist natürlich sehr blass halt. Das ist so ein Max Schreck-mäßig schon fast so. Halt so. Und der Reaction, der ist ja voll so grün, so ein Totengrün irgendwie. Ja, die sehen auch irgendwie, trotzdem sie nicht transparent sind, obwohl die sehen schon wieder fast durchsichtig aus irgendwie durch die. Den Farbstyle halt so. Wir müssen auch immer warten, bis sich das wieder hingedreht hat. Ja, gut. Aber das ist geil. Eigentlich ist das geil, da müssen wir die Scheiße nicht in die Hand nehmen und so. Also der Scareglow von den Origins, den hatten wir ja schon. Das haben wir ja. So, und der war da. Wir waren hellauf begeistert. Da war Leuchte. Oh, jetzt kommt es jetzt hier. Oh. Alter, Christi, gibt's da eine neue Karre? Ja, weiß ich nicht. Ich hab mir zwei Harley Davidson bestellt. Ja, aber um die Zeit? Ah, die liefern, wann sie könnten. Ne? Jetzt hast du aber irgendeinen Spezialisten, der gleich sagt, das war niemals ein Dingssau. Und ich erkenne genau, was das war. Das war hier ein Speederbike. X, weiß keine Ahnung, wie die heißen. Ja, oder die. Also auf die warte ich ja noch länger, aber da muss man sehr, sehr, sehr früh vorbestellen, damit du noch irgendwie so weit kriegst. Aber wie ist der denn auf das Grundstück gekommen? Der muss doch... der muss durch den Mangrovensumpf da gekommen sein. Hier mit so einem... Wie heißen denn die Dinger hier, die Sumpffahrzeuge mit dem Propeller? Dieser Hammer. Das sind so Hammer-Dinger? Boah, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, ich hatte ja nur das hier von Zurück in die Zukunft halt. Ja, aber du hast auch Zugang zum schwarzen Loch. Meine Güte, labern wir schon wieder eine Scheiße hier. Wir müssen ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Nee, aber wieso Zeit rumkriegen? Ey, es wird übrigens immer dunkler und das Geile ist, die leuchten jetzt schon. Guck mal.
Ja, wir hatten ja schon das Review mit dem Origins, da waren wir hellauf begeistert. Aber jetzt würde ich mal einfach vorschlagen, wir laden die richtig geil auf. Ja. Ne? Aber habt ihr ja eben gesehen. Ja. Ja, wir müssen auch das Video dann erst angucken halt. Deswegen. Wir wissen, ja, aber ich. Gucken wir das Video. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, dein Fazit, sag ich mal einfach so. Prostata. Ich finde es super. Würde ich auch zu Krieg der Sterne Figuren stellen. Natürlich. Aber wie gesagt, auch mit dem Umhang. Jetzt vorhin sagen wir mit diesem Vinyl-Cape hinten dran und so, das ist auch super witzig. Er hat es allerdings über den Hals. Bei den Krieg der Sterne-Figuren hätten sie hier halt wieder die Aussparung gehabt. Ja, genau. Halt so, wie so eine Robe an oder so. Ja, aber einfach. Ich finde geil, guck mal, auch mit den Füßen halt nochmal hier da. Das passt. Die Bemalung ist super, obwohl die ist da natürlich schwarz. Oder ist das auch noch ein ganz dunkles Grün? Nee, das ist da tatsächlich schwarz. Schwarz, ne? Und hier ist so ein dunkelblau und da ist es aber auch schwarz bei der Origins-Figur. Ja, okay. Weil der Reaction, der geht ja schon fast durch als so ein Sith. Irgendwas mit der Bemalung halt oder so. Weißt du, wie so ein. Hat ja noch so Knöpfe auf dem Kopf, dann sieht er aus wie so ein Darth Maul. Packst du Lichtschein rein und. Ist geil. Ich finde den super. Auch mit dem Kopf da und was. Da würdest du auch anfangen, Masken zu sammeln, ne? Ja, und auch. Ich hab. Ah, warte mal, nee, das ist ja nicht meiner, aber der steht in meiner Sammlung. Auf Karte auch von Reaction Teen Wolf. Ach ja, der sieht auch geil aus. Voll geil. Hab ich doch nicht ein, zwei Sachen auch davon? Ja, doch. Ja, aber noch nicht. Ich wollte sagen, nicht Krieg der Sterne halt. Gibt's sogar Robocop. Gibt's da Indie von auch? Echt? Ja, Indie auch, ja. Ach. Geil. Robocop gibt's davon. Okay. Ich meine sogar. Gibt's von Alien auch. Alien gibt's auch. Alien gibt's auch, halt, genau. Ne? Also mit den. Die haben voll viele. Ja, die ganzen Hip-Hop-Stars halt, ne? Ja, gut, die halt so. Aber ich werde eher auf wirklich alte Dings. Stimmt, hab ich nicht ein ODB-Ding geschenkt gekriegt? Ja. Ne? Ich vergesse immer alles. Stimmt. Alter, Mann. Ja wie gesagt, vielen lieben Dank, Henny. Bevor wir uns. Nein, nicht, das war nicht ODB, das war doch ein DJ oder was war das? Ich weiß es nicht. Müsst ihr bei mir gucken. Ich kann mich da auch immer nicht dran erinnern. Aber bevor wir uns jetzt hier wieder um Kopf und Kragen, ihr habt das ja alles in Nahaufnahme gesehen. Wir machen heute mal nicht irgendwie Brustkorbvergleich. Hast du nicht gesehen? Die drehen sich dann immer schon, wenn wir reden irgendwie. Ist ja auch mal was anderes, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder untergehende Nacht beziehungsweise Sonne. So, das wollte ich sagen. Ja. Und ihr könnt jetzt was? Ja, Licht machen. Oh Scheiße, er brennt. Nein, lösch jetzt die Scheiße. Lösch das Video. Abschalten. Tschüss. Abschalten. Hat gar nicht aufgenommen. Abschalten. Achso, jetzt verdecken die Biere das Ding. Aber das nehmen wir jetzt. Das ist ja wurscht. So. Weg oder bleiben die da? Ich würde es nicht hoffen. Nicht, dass die gleich verdunsten, die Richtung. Vielleicht kann man das ja hier auch sehen. So. Es läuft, ne? Ja. Genau das meinte so. Fick die Wand an! Das ist aber schon schwer, die alle drei da drauf zu kriegen. Nein! Hier. Wie nein? Zwei Weiber, ein Pimmel, Alter. Achso. Was? Die Kamera läuft, Digga. Also was, die Kamera läuft? Alter, das sagst du jedes Mal in jedem Video. Ja. Was, die Kamera läuft? Bist du bescheuert? So, oh, ich versuche das hier mal auszurichten. Ja, warte, der richtet hier schon. Oh, die drücken sich hier so gegen. Ja, aber die müssen sich doch irgendwie, zumindest die Großen müssen sich doch irgendwie jetzt zusammenhalten. Ja, das ist gut. Ist zwar nicht in dem jetzt, Mitte, ja, du musst das Licht ausmachen. Nee, ja, ich muss das Licht ausmachen, ja, aber ich muss auch erstmal hier die richtige Position wählen, damit das irgendwie so halbwegs. Alter, im Dunkeln aussieht. Ist das voll egal. Oh, hat lange gedauert, ne? Ja, ein bisschen, ja. Damals. Geil, Alter. Warum sind... Das ganze eine Stunde Autotechnik. Warum sind die jetzt hier alle runtergefallen? Die haben sich doch alle schön gedreht. Voll gut, Alter. Warte mal, der muss hier ein bisschen... So, den würde ich jetzt hier so dagegen packen. Ja, und dann den geilsten Kapskopf hier einfach dazwischen. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Die kriegen gleich wieder... Hier, mach den auch noch. Die kriegen gleich wieder Fliehkräfte. Alter, nee, wir machen ja hier Stopp. So, jetzt. Kamera läuft. Und jetzt? Falscher Stecker. Oh. Das ist ja mein. Und jetzt dreht euch schön einmal rum, ihr Huren. Machen sie doch. Also von hier oben sieht das super aus. Aber der Origins ist echt der gröbste. Ja, der hellste. Ja, und dann der Reaction halt. Und der dann Reaction kommt ja, aber gut, der andere. Der andere ist halt 40 Jahre alt, was willst du machen? Ja, macht ja nichts, aber da hast du auch noch das, ne? Hier, dieses
Wahrscheinlich schlechte, böse Zeug. Abschalten, 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 abschalten. Oh. Ja, das war doch einmal ganz gut. Sollte man ein bisschen früher öfters mal machen. Dem Licht halt so. Ja. Wenn ich jedes Mal einer bei dir durch den Garten fährt halt und so, weißt du, also da würde ich darauf achten, dass die Jungs an der Tür, an dem Tor. Ja, aber ich lasse die jetzt sagen, ja, einfach alle nur drehen irgendwie. Kannst du dir. Und mach da die Aufnahmen. Zoomst du ran oder was? Ja, wieso mal, wenn ich die jetzt jedes einzelne sich drehen lasse. Einmal reicht mir das auch. Achso, ja, klar. Weil den Vergleich hatten wir ja schon. Ja, ja, das kann man ja in dem anderen Video sehen. Ne? Hm. Das wird es ja bestimmt in einer Beschreibung noch, noch mal erörtern. Hab schon wieder nicht Stopp gedrückt. Dit, 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 dit.